Welcome to the Aslak Fitness World in Ibiza, Miami, España. Liebe Leute, wir sind hier heute im Freiluft-Fitnessstudio. Scheiß mal auf McFit und Kiesertraining. Auf jeden Fall. Hey, Freiluft-Fitnessstudio. Fuck McFit, fuck Kiesertraining, Digga. Ibiza. Wir sind hier. Digga, alle. Am Strand, Bruder. Abdi macht die Action mit Steppers. Ja, die Chicks. Komm, wir gehen mal zum nächsten Gerät mit Abdi. Die Leute behaupten, er wäre auf Massephase und wird die Testos ballern. Dabei ist er nur auf Baba Filet Sticks und Merges. Entrecotes für ein Fuffi das Kilo, mein Freund. Komm, mach ein Gerät. Komm. Warte. Nimm auf, ich laufe. Bäh, ich schwör's, macht Spaß, bitte mach mal, Alkohol. Das ist der Shit, Jungs, Alter. Mama? Ich probier's auch mal, ich wieg 210 Kilo. Mama jetzt? Aber ich probier jetzt mein Glück, okay? Gib ihn. Füße hoch. Workout. Vergleich Workout. Geht. Scheiß drauf. Ich steche lieber. Okay, warte, Bruder. Okay, komm jetzt. Was ist das hier? Was? Das ist dieses Butterfly, Bruder, Butterfly. Warte, warte. Auf jeden Fall, der Grund. Damals viel trainiert, Bruder, mit den Jungs und so. Der Grund, warum wir auf Ibiza sind, ist, wir nehmen ein Album auf. Das Aslak-Album, worauf alle warten. Boah, Digga. Oh mein Gott. Wie ist es geworden, Afti? Bruder, wir sind in der Mitte. Wir sind auch gerade 3 Wochen auf Ibiza. Wir haben noch 3 Wochen. Wir sind genau in der Mitte mit den Arbeiten. Und sag euch was, gell? Das sind Hammer-Songs. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viele gute Texte schreiben kann, weil das sind wirklich krasse Klötzer gewesen. Also Afti hat sich auf jeden Fall gesteigert, muss ich hier an der Stelle sagen. Er hat den nächsten Schritt gemacht. Korrekt. Also Afti, ich glaube so, wenn du dann hier nach deinem nächsten Album, sollte ich dich einen Kooperationsvertrag mit Young Money machen. Weil ich denke, dass Abdi wirklich das Potenzial hat, bei Young Money zu sein. Young Money, oder wir sein die UN-Söhne. Sein Drake. Drake kommt zu 385i. Und Lil Wayne kommt zu Aslaks. So, wir sind auf jeden Fall hier. Es wird ein Album, wo alle drauf sind. Chelo, Abdi, Wastel, Aslak Album, ist ja klar. Ja. Ich will eigentlich gar nicht viel reden. Wir haben euch immer noch nicht die Villa gezeigt. Ja, aber Killer fett. Killer! Wallah, Spanien, schönes Volk, Alter. Die machen alle viel Sport, sind alle gut drauf. Das solltet ihr auch sein in Deutschland übrigens. Ja, seid nicht immer so kalt, Alter. Ich schwöre, ich habe gemerkt, hier wo ich bin in der Sonne, dass die Menschen so kaltherzig sind in Deutschland und so. Ich will jetzt einen Schein aufmachen, ey, versteht mich nicht wieder so. Aber bleibt mal locker, Leute, holt mal den Stock aus dem Pro Mexiko. Du weißt, Digga, alle. Aslak Fitnessstudio mit meinem Bruder Haftbefehl. Lex Barclays haben wir parat. Ihr wisst Bescheid, alle. Auf jeden Fall laufen wir erstmal eine Runde weiter. Und wir laufen weiter, komm. Ja, und wir chillen hier, sind jetzt seit 3 Wochen hier, wie vorhin schon gesagt. Und ja. Guck mal, ist das Casino von Ibiza? Bald fängt die Tour an. Wann fängt die Tour an? 3.5. glaube ich, fängt die Tour an. Ich bin auf jeden Fall ready für die Tour wie nie zuvor. Block Platin. Ich werde auf der Tour alte Songs spielen, wie da mit der Pumpgun. Ich nehme dir alles weg. Was habe ich noch für geile Songs? Ich habe einige, gell? Ich sag mal von den neuen. Okay, sag mal. Aslak, Motherfuck, Aslak, Motherfuck. Ja, das zum Beispiel, dann sag ich, was mir noch sehr, sehr gefällt: Krakfurt. Das wird auch vorkommen, auf jeden Fall. Ja, Sachen von Kanakisch, Sachen von Aslak Stereotyp, Sachen von Block Platin. Ich werde eine richtig geile Show zusammenstellen, wie nie zuvor. Fit. Top werde vor. Und werde eine Stunde, eine Show machen, eine Stunde ohne Pause. Und wir werden auf die Kacke hauen, auf jeden Fall. Wesel ist dabei, Milo ist dabei und ihr seid dabei. Ich bedanke mich bei euch allen. Aslak, Motherfuck. Neymar. Ja, Bruder, wir sind einfach hier in Ibiza. Auf jeden Fall habe ich gehört, die ganze
Okay. Das ist das Zigeunerviertel. Mhm. Da wohnen die Gitanos und die Gitanas. Mhm. Was machen die da? Die warten, Bruder, bis einer da verläuft und dann rippen die dem. Was willst du sagen? Okay, was geht da? Ich hab gehört, Konsti gibt's ja auch, Alter. Konsti gibt's, da waren wir gerade, da hat einer gesagt, was hat er gesagt auf Deutsch? Psst, hallo, meine Freund, wie geht's? Wie geht's? Kommst du, ich habe, was du willst, gut. Der sagt, ich hab alles, was du willst. Ich hab alles, was du brauchst, sagt er. Aber wir brauchen nur das hier. Wir brauchen nur das hier? Ja. Da unten ist die Altstadt. Ja. Also das alles ist, glaube ich, Altstadt. Ja. Nee. Doch. Da unten ist dieser Bezirk ist komplett Altstadt. Da hinten wurden wir letztens von der Polizei kontrolliert. Genau auf der anderen Seite. Am Hafen. Genau. Ja. Da haben die gesagt, Alexandre Barclay. Ja. aber die haben uns nichts gemacht. Die sind ja Touristen. Ja. Wir wollen keine Pakete. Wir warten hier nicht auf Pakete. Die dachten, wir warten auf irgendwelche Pakete. Ja. Haben wir aber nicht gemacht. Ja. So, da hinten ist Meckes und so. Das sieht man jetzt nicht hier, weil da dieser Balearia. Dampfer ist. Ja. Willst du mir was sagen? Ja, weil ich gerade dieses Schiff sehe, da steht Magic. Ich grüße Magic aus Goldstein. Magic aus Goldstein grüßt Abderrahim. Ich grüße ganz Deutschland. Jawohl, Digga. Wieder zur Tour zurück. Ja. Hab ich überhaupt vorhin alle Namen gesagt, die dabei sind? Millionär, Weissel. Milo, Weissel, Dosis, 60 sind mit auf Tour. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Was ist los, Malaka? Die Tour fängt im Mai an, wie vorhin schon mal gesagt. Und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei, denn so eine Show gab es bis jetzt noch nicht. Und wir werden jetzt richtig Gas geben. Wir nehmen jedes Album auf. Mein kleiner Bruder Capo nimmt gerade in Deutschland das Album auf. Großer Capo. Also Aslak wird auf jeden Fall Nummer 1 Label in den nächsten 1-2 Jahren. Haben wir vorgenommen. Also wir sind jetzt schon, glaube ich, die Nummer 1. Wenn man aufs Gesamtpaket schaut, aber es gibt ja noch ein paar Künstler, die mithalten, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt voller Machen und werden richtig Gas geben, Alter. Wir werden so kommen, genau wie ihr es erwartet habt. Genauso werden wir euch kommen. Nicht enttäuschen, okay? Sagen wir es mal so. Wir werden euch nicht enttäuschen, deswegen sind wir hier zum Kräftetanken, Alter. Und hey, wo ist eigentlich Chill und Wesel gerade? Servus. Ach, Chill und Wesel, ich spazier irgendwo. Wir haben uns getrennt. Auf jeden Fall, Leute, Ibiza 2013, super Insel, empfehlenswert, wirklich. Aslax, fort, düst, mach mal, hasch, hasch. Hasch. Stimmt,